Perversität oder praktischer Verstand? Susa ist verwirrt, als er gehindert wird, zwei Männern, die vor Durst umkommen, Wasser zu geben. Sie liefen ins Wohnzimmer und hielten vor meinen Zwangseinmietern. Die drei standen aufrecht, als warteten sie auf etwas. Es sah aus, als seien sie darauf vorbereitet worden, mit elektronischer Präzision auf das geringste Anzeichen einer Gefahr zu reagieren. Gespannte Gesichter. Der Mann, der immer Konfekt aß, hielt den Revolver auf sie gerichtet. Wohin? Essen. Wir wollen Essen. Wir haben kein Essen. Essen. Wasser. Essen. Essen. Sie drangen weiter vor. Der Mann, der immer Konfekt aß, entsicherte ruhig seine Waffe. Uns brach der Schweiß aus. Wir keuchten. In meinem Kopf hämmerte es. Die Eindringlinge wichen zurück. Sie zitterten, der Speichel triefte, die Köpfe hingen herab. Sie waren nicht in der Lage, sich auf einen Streit oder Ähnliches einzulassen. Wir wollen essen. Es gibt nichts. Die Nachbarin hat gesagt, es gibt welches. Ganz viel. Nein, nichts. Sie hat gesagt, dass hier jeden Tag eine Menge Essen ankommt. Bei ihr in der Wohnung gibt es was. Geht dorthin. Nein, hier. Ein Mann auf dem Korridor hat das bestätigt. Raus mit euch! Diese Unterhaltung konnte noch den ganzen Nachmittag so weitergehen. Der Mann, der sich immer an die Stirnseite des Tisches setzte, ging auf den Korridor. Ich folgte ihm. Ich dachte, er überlege etwas. Ich weiß nicht, wie Sie hereingekommen sind. Es ist schwer, aber wir können Ihnen nichts geben, sonst haben wir hier morgen eine Invasion. Er war entschlossen, nicht nachzugeben. Der Mann, der Konfekt aß, hatte noch immer den Revolver auf sie gerichtet. Unentschieden zitterten und sabberten die Eindringlinge. Wer bin ich denn, dass ich diesen Unglücklichen nicht einmal ein Glas Wasser reiche? Ich werde eins holen, egal ob es morgen eine Invasion gibt. Wir wissen nicht mal, ob es ein Morgen geben wird. Was für ein schöner Satz. Ich ging in die Küche. Der Mann, der sich immer an die Stirnseite des Tisches setzte, merkte das und folgte mir. Ich weiß, wie Ihnen zumute ist, aber es hilft nichts. Ein Glas Wasser nützt nichts. Die brauchen viel mehr als das. Wasser, Essen, Krankenhaus. Außerdem sind wir nicht hier, um die Probleme Brasiliens zu lösen. Nur ein Glas Wasser, nichts weiter. Sie brauchen einen Tank voll Wasser. Sie sind dort. Ich kenne die Symptome, das Zittern, die gelbliche Spucke. Es wäre ein verschwendetes Glas Wasser. Was kostet es denn, ein Glas Wasser zu verschwenden? Ach, mein Freund... Sie müssen die Lage richtig sehen. Dieses Glas Wasser muss für den bestimmt sein, der die Möglichkeit hat, länger zu überleben. So ist die Lage auch wieder nicht. Trotz seiner schlechten Hautfarbe blickten seine Augen ruhig. Überhaupt nicht gewalttätig. Nicht wie die eines Wahnsinnigen, der außer sich und nur auf das eigene Überleben bedacht ist. Etwas an ihm weckte mein Vertrauen. Besonnenheit. Ein Anflug von Entschlossenheit, die ich auch bei Tadeo Pereira angetroffen hatte. Aufrichtigkeit, glaube ich. Ob aufrichtig oder nicht, ist ein anderes Problem. Ich schlage mich weiter damit herum. Wer bin ich, dass ich ein lumpiges Glas Wasser verweigere? Was interessiert es mich, ob er sterben wird? Der gute Wille zählt. Dann sterben sie eben mit dem Bauch voll Wasser. Der dritte Mann wartete jedoch mitten im Korridor auf mich und hielt mich an. Tun Sie das nicht, Freund. Es ist dumm. Es wird nur schlimmer für uns. Dies ist meine Wohnung. Haben Sie das vergessen? Unsere Wohnung. Meine Wohnung, das gibt's nicht. Wieso? Wenn Sie wollen, werfe ich Sie alle im nächsten Augenblick hinaus. Weder jetzt noch später. Wenn Sie wollen, beschweren Sie sich. Wissen Sie, bei wem? Das werde ich herausfinden. Wenn Sie sich um die beiden Halbtoten sorgen, ist das ein Zeichen, dass Sie ein Herz haben. Sie müssen sich aber auch um uns sorgen. Halten Sie es denn für gerecht, dass Sie allein in so einer tollen Wohnung sitzen, während so viele vor den Barrieren der Stadtumgrenzung an Krankheiten und Sonneneinwirkung sterben? Einigen wir uns. Ich gebe denen das Wasser und dann schicken wir sie weg. Wenn sie sich nicht fügen, werfen wir sie hinaus. Wir werfen sie hinaus und dann erzählen sie überall, dass wir Essen und Wasser haben. Nein,
Weder geben wir ihnen Wasser, noch lassen wir sie hinaus. Was soll das heißen? Wir werden sie in dem kleinen Hinterzimmer einschließen, dem früheren Dienstmädchenzimmer. Ich habe mich umgesehen. Sie benutzen es als Abstellkammer, lauter Pakete. Wir nehmen alles heraus und halten die beiden gefangen. Und da bleiben sie, bis sie sterben? Morgen werden sie fortgehen. Der kleine Lastwagen nimmt die beiden mit. Welcher Lastwagen? Der Lieferwagen. Kommt noch mehr? Viel mehr. Dies hier wird ein Verteilungszentrum. Von hier aus verschicken wir an andere Zwischenposten. Zwischenposten? Unterhalten Sie sich eigentlich nur mit Fragen? Lassen Sie mich den Leuten wenigstens ein Glas Wasser geben, nur dieses eine. Was fiel dem eigentlich ein, mir in meiner eigenen Wohnung Befehle zu erteilen? Das Blut stieg mir zu Kopf, was selten vorkommt, nicht mal als es angebracht gewesen wäre. Und so weit ist es nun mit mir gekommen. Eine Sekunde der Entscheidung. Ich nahm das Glas in die linke Hand und schob den Mann entschlossen mit der rechten beiseite, ganz unvermittelt. Der Mann wich zurück, erschrocken über meine plötzliche Kühnheit. Ich ging ins Wohnzimmer, hatte aber nicht einmal Zeit, den Leuten das Glas anzubieten. Kann man so etwas überhaupt anbieten? Als die beiden Eindringlinge das Glas Wasser in meiner Hand sahen, stürzten sie sich wie wild auf mich, verschütteten alles. Der Mann, der immer auf der Stirnseite des Tisches saß, brach in Gelächter aus. Zufrieden? Wie die Bestien, nicht Bestien. Verzweifelt sind sie. Sehen Sie nur. Sie leckten den Boden ab wie Hunde. Sie pufften und knufften sich um die kleinen Pfützen, die sich auf dem unebenen Parkett gebildet hatten, vor lauter Angst, das Wasser könnte zwischen den Ritzen des Holzes versickern. Einer stieß den anderen leicht weg. Dann fielen sie, entkräftet von der Anstrengung, zu Boden. »Bringt die beiden nach hinten«, sagte der, den ich für den Anführer hielt. »Wir haben noch nicht alles Gerümpel herausgeholt.« Sie räumten das kleine Zimmer aus und stapelten in der Küche die Pakete mit den Kalendern aufeinander. So viele Jahre, eingeschlossen in die an jedem 5. Januar geschnürten Pakete. Sie bedeuteten nichts mehr. Altpapier zum Kilopreis zu verkaufen. Nur noch für das Museum der Darstellung der Zeit nützlich, ein verlassener Sektor, ein totes Archiv. Es klingelte. Ich öffnete die Tür und schloss sie gleich wieder. Das war zu viel. Jemand muss hinuntergehen, um zu erfahren, was los war. Es klingelte wieder. Ich rührte mich nicht. Nahm die Sicherung heraus. Sie hämmerten und traten gegen die Tür. Die Männer kamen aus dem Hinterzimmer. Sie hatten die Kahlköpfigen dort eingesperrt. Sie schienen überrascht. Sie gaben mir ein Zeichen. Überlassen Sie das uns. Der Mann, der immer Konfekt aß, schoss auf die Tür. Zwei Schüsse. Gerenne und danach Stille. Und dann ein Stöhnen. Ich nahm einen Stuhl und stellte ihn an die Tür. Das Gebäude, in dem ich wohne, ist schon älter und hat Kassettentüren mit einem blauen Glasfensterchen. Ich hatte es nie geöffnet. Mensch, musste das sein, so was Dummes, sagte ich. Er hat angefangen, jetzt kann es niemand mehr aufhalten. Jemand hat diese Leute hereingelassen. Es gibt ein elektronisch gesteuertes Gitter, ein automatisches Schloss und die Fernsehkameras. Aber wer? Nach einem heftigen Stoß gab das Fenster in der Tür nach. Da lag der Mann. Er blutete. Das Hemd war verklebt. Man konnte das Loch nicht sehen. Ich sah den Korridor hinab. Niemand. Sie konnten sich jedoch versteckt haben, darauf warten, dass wir die Tür öffneten, oder sie waren dabei, die Zivilitäre zu rufen. Man kann nie wissen. Wir zogen den Mann herein. Wir brachten ihn zu den anderen ins Dienstmädchenzimmer. Mir war übel, alles Wahnsinn. Ich aß, schlief mit Druck auf dem Magen ein und hatte einen Albtraum. Ich musste aufwachen, mich von dieser Obsession befreien. All das war gar nicht wahr. Ich musste es nur mit ganzer Kraft verneinen, schwören, dass es nicht so war. Niemand ist mehr in der Wohnung. Ich sehe keine Kahlköpfigen, ich habe kein Loch in der Hand.
Es ist nicht heiß, ich habe keine Kopfschmerzen und meine Stellung nicht verloren. Adelaide ist nicht fortgegangen, es gibt keine Barrieren, die Stadt ist nicht überfüllt. Es ist nicht heiß, meine Wohnung ist leer und ruhig, friedlich. Nur ein Traum. Wir schießen nicht auf Menschen, die Nachbarn spielen uns nicht übel mit, niemand öffnet den Bettelnden und Kranken die Tür. Gleich werde ich unbeirrt die tägliche Routine aufnehmen. Ich stehe auf, dusche, frühstücke. Adelaide begleitet mich zur Tür. Ich gehe zur Haltestelle, nehme den S-7.58. Ich schämte mich, als ich daran dachte, was Tadeo Pereira sagen würde, wenn er mich in einer solchen Situation sähe. Gut, und er? Was täte er? Oder was könnte er tun? Er würde mich anschreien. Du hast tatenlos zugesehen, was an der Universität vorging, hast einfach aufgegeben, hast dein Leben laufen lassen. Und jetzt beschwerst du dich. Worüber denn? Ich schäme mich nicht angesichts der Verurteilung durch Tadeo, sondern vor mir selbst. Wenn ich einlenke, werde ich zu einem der Ihren. Ich muss mir selbst gegenübertreten. In mich versunken habe ich nicht einmal die Bilder im Fernsehen wahrgenommen. Und sie waren vertraut. Sie zeigten einen bekannten Ort. Unmöglich! Diese schrecklichen Ereignisse gibt es nicht!